Servus Leute, willkommen zurück zu Hyperdimension Neptunia Rebirth 3 Regeneration. Ich habe offscreen ein bisschen gefarmt, ein bisschen geshoppt und werde euch mal die Ausrüstungen zeigen. Ja, guckt euch das hier an. What? Pink ohne Ende. Ja, es ist ein bisschen übertrieben, aber ich lasse es einfach mal. Man kann auch links die Items sehen. Ich habe übrigens nicht alle verändert, weil ich das Geld dafür nicht habe. Einige Dinge sind so... Ja, toll. Einige Dinge sind so schweineteuer. Das ist... Wow. Verstehe ich nicht, wie sowas so teuer sein kann, aber okay. Genau, das ist der Dückenhammer. Und so eine japanische Maske. Und ich weiß gerade nicht, wie ich weiterkomme, weil irgendwas scheint mir zu fehlen. Und als ich mich so offscreen umgeguckt habe, so ein bisschen, ist mir was aufgefallen. Ne, Moment, du hast doch die... Ja, die geilste Gitarre fehlt dir, die wollte ich noch kaufen, verdammt. Na gut, später. Wow, ich sehe gerade bei deinem Strumpf, wie geil, die Noten. Ich werde... Genau, die habe ich die besseren Handschuhe gegeben, damit du noch mehr drauf haust. So, und du noch. Ich werde... Also... genau, der Dungeon ist es. Hier habe ich mich noch nicht umgeguckt. Sorry. Ja, wie diese doofe Musik. Weil ich wollte mich hier offscreen umgucken. Habe ich auch ein bisschen. Dann habe ich mir gedacht, Moment, das habe ich doch noch gar nicht erkundet. Also wäre es vielleicht klug... Wenn ich das onscreen mache, dann vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Und wenn ich danach nicht weiterkomme, dann muss ich eben farmen wie ein Blöder. Oh nee. Ich hasse solche Gebiete, wo man sich hin und her portet. Bin ich jetzt da? Gut, aber ein paar Gegner werde ich auch platt machen müssen. Wegen Items. Wow. Ich habe auch versucht, bei den Movements ein bisschen was zu ändern, aber irgendwie geht's nicht immer. Oh, warum drücke ich nach oben? Boom, 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 boom. Oh, pink. Ja, ja. Oh, wütender Wolf. Doppelter wütender Wolf. HP ab 2. Genau, das habe ich... ich weiß jetzt nicht, ob ich es offscreen bekommen habe, aber... Genau, das habe ich offscreen bekommen in diesem... in so einem Dungeon, wo ein Gargoyle, ich glaube Gargoyle hieß der Gegner, gewütet hat, aber den habe ich nicht down bekommen, weil... Keiner meiner Angriffe hat Schaden gemacht. Istua war die einzige, die Schaden machen konnte. Und das war schon ein bisschen... Oh, ich kann beide, cool. Übel. Oh. Die halten aus, Tierchen. Ja. Ah, ich drücke mal das Falsche. Ja, endlich. Ich werde den Geschwächtesten angreifen. Der gerade noch so lebt. Oh Mann, Neptun ist fast tot. Ich kann den da killen. Ja, in den Hintern, genau. Neptun ist danach nicht. Das heißt, sie wird draufgehen. Das ist ja doof. Egal, ich kann immer noch offscreen leveln zur Not. So, beide werde ich garantiert nicht tot bekommen. Oh, der eine ist paralysiert. Perfekt. Oh, geil. Das ist jetzt... Nein, ich wollte ja Dings testen, das da. Oder nee? Das da. Hm, dafür brauche ich 3. Ich glaube, ich werde es mal testen.
Ich werde es mit Noir testen. Das heißt, ich muss kurz mal die Formation ändern. So. Und ich muss Neptune verstärken. Weil die ist ziemlich im Eimer. Und davon habe ich 40 Stück? Was? Warum so viel? Ja, komm, verbrauchen wir das letzte auch noch. Ja, von denen habe ich nicht so viel. So. Brauche ich für dich auch, oder? Ich mach mal. Da ist ein Gegner. Perfekt zum Testen. Komm her. I see. How interesting. Mhm. Ja, das lebt noch. Und es hat geheilt. Ja, noch geiler. Hm, soll ich? Nee. Ich könnte offensiv. Damit Neptune und Noah noch mehr reinhauen. Nee, ich versuche euch beide zu killen. So, jetzt. X-Drive. Warum geht's mich mit Noah? Warum so, was soll das? Both must be human form or CPU form. Ja! Sag bloß, du hast nicht genug. Das wäre doof. Moment. Neptune und Noah. Warum geht das nicht? Was soll der Ruß? Ja, wir hätten es sauer. Wer ist denn geschwächt? Der da. Oh, er hält aus. Aber Isti macht echt viel Schaden. Ich will den einen da killen. Bye. So, der ist weg. So, und jetzt mach bitte. Warum geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Ich hab doch. Mit Nepgear ging's. Blanc. Warum greife ich eigentlich dich an? Kann mir das irgendjemand sagen? Dann versuche ich es mal mit Blanc. Ja. Nee. Das andere, das da. Perfekt. Deine ist tot. Ja. So, Party. Noir. Austauschen. Dich durch Blanc. So, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Da hinten. Soll ich? Ja, komm. Das hier ist nämlich dieser Gargoyle oder wie auch immer der von anderen Level hieß, der mich so fertig gemacht hat. Hätte ich vielleicht auf den Kleinen machen sollen. Plutia und Noir, mit euch beiden geht's. Okay, dann machen wir mal. Mhm, überhaupt nicht übertrieben. Warum geht's nicht? Ich hab doch alles. Hier, friss den.
Ich verstehe es nicht. Wollen die alle Neptun nicht? Was? Das hast du überlebt? Doch, ihr vertragt euch also. Verstehe ich nicht. Was hast du denn noch so für Attacken? Mit Noir, mit Word. Word ist aber nicht da. Mit Noir und Blau funktioniert es nicht. Mit Lapgear funktioniert es. Das habe ich schon angesetzt. Mit Plutia. Na gut, dann mache ich noch einen letzten Versuch mit Plutia. Wobei, das habe ich schon auch schon probiert, oder? Du hast mit Plutia Noir und Neptun Noir. Es geht aber nicht. Neptun und Plutia. Noir und Plutia. Neptun und Blanc. Der Wert ist aber nicht da. Na gut, dann versuche ich es einmal noch so. Und wenn das auch nicht klappt, dann, naja, lasse ich es eben. Dieses Gebiet ist so seltsam. Ah, Schildkröte. Das ist ein Boss, ja. Herrlich, versuchen wir es gleich. Wenn das jetzt fehlschlägt, bin ich am Arsch. Komm her. I am sorry, but for the sake of last station. Well, wobei, du kannst auch awaken. Was? Universe? Warum sehe ich das jetzt erst? Achso, das! Was? So wenig! Wieso, warum? Das ist fies Hardcore, sehe ich jetzt schon. Okay, Tornado-Schwert habe ich nicht. Da geht sich nicht aus. Dafür brauche ich 180. Okay, greif mal so an. Auch nicht. Warte, warum geht's nicht? Dumm, niemand will mit Neptun Kombis machen, außer Neptgear. Autsch. Die Musik ist cool. Die war ja auch im ersten Teil. Die mag ich total gern. Ihr mit euren Schwertern, warum machst du eigentlich am meisten Schaden? Moment. Nein! Geht sich nicht aus. 910, 250. Ja. Das ist aber den stärksten Angriff, deswegen muss ich. Die Schildkröte ist mächtig. Ist ja auch eine tausendjährige Schildkröte. So, ich hoffe es. Autsch! Ich hoffe, es geht sich aus mit. X-Drive. Ja, komm her, Schildkröte. Der Schaden. Also, Istua ist echt overpowered. Was ich schon in den Vorgängerteilen.
Hast du eine... keine X-Drive für Neptun. Neptun. Als ob es ein Thunfisch wäre. Autsch. Die Schildkröte lebt einfach immer noch. Ja, und ich weiß, man kann auch mit dem Steuerkreuz so drehen. Falls mal. Was ist das? Ach so. Ja, ja. Jetzt muss es sterben. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden ich mache. Weil jetzt hat es keine Verteidigung mehr. Jetzt soll es mehr Schaden machen. 9999. Ich frage mich, warum der Schaden nicht erhöht wird. Ich habe... Was? Naja, trotzdem viel. Ich habe doch... antike Muschel. Oder antiker Panzer. Ich habe doch das hier eingesetzt. Hier... Wo ist es denn? Nee. Nee, nee. 3D-Modell. Keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung, was das hier macht. Wo ist es denn? Dass ich den Schaden erhöhen kann. Hm. Irgendwie finde ich es nicht mehr. Naja. Egal. Jetzt muss ich da hinten hin. Gegen das Vieh kämpfe ich nicht. Will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich hab... Wow! Bah! Bloß nicht reinrennen. Ich habe mich hier noch nicht komplett umgesehen. Jedes Mal... Jedes Mal Zuckungen, wenn ich so, so ein Geräusch höre. Ah, das will ich. Ja, nicht schlecht. Okay, komme ich nicht hoch? Hier auch nicht. Warum auch immer nicht? Moment, habe ich den? Ja, der bringt mich zurück. Ich kann auch den Weg hier gehen. La 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 la. Oh, da sehe ich was. Ark. Anklett ist ein Anhänger, glaube ich. Hier unten ist irgendwo was. Da. Geht's auch nach unten, lass mich runter. Boing, 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 boing. Sieht irgendwie lustig aus. Mann, mein Hals. Aha. Aber ist hier irgendwo was? Nee. Da ist was. Okay. Add Dungeon. Ja! Ich glaube, das habe ich gebraucht. Raus hier. Jetzt brauche ich nur die nötigen Dinge, um diesen Dungeon herzustellen. Ja, ich habe sie. Perfekt. Jetzt muss ich nur gucken, wo der auftaucht. Moment, wie hieß der? Likuti. Dings. Nekutoki Forest. Okay, schauen wir mal. Wo ist der? Wird nicht aufgelistet? Wird nicht aufgelistet. Okay, das heißt, ich muss ihn erst so entdecken, damit er aufgelistet wird. Der Station vielleicht? Nö. Moment, Leanbox. Ich hab's gerade gesehen. Da war ein Kopf bei Leanbox. Ah. Schön, schön. Da ist trotzdem irgendwo noch ein Kopf. So, save mal. Ah, da unten. Lass mich raten. Dungeon-Erweiterung. Ja. Hab ich Kohle? Ja, hab ich.
Brauch davon. Oder ich kaufe gleich die dickeren. Die sind teurer. Und wenn ich außerhalb des Kampfes komm. Wenn das nicht so teuer wäre. So, was gibt's hier? Haha, schön, dass ich schon sehe. Eigentlich noch ein Dungeon zum Farmen, lass mich in Ruhe. Verpiss dich doch! Ja, ja. Er macht null Schaden. Ja, ihr überlebt Istoas mega mächtige Attacken sowieso nicht. Jetzt kann ich... Ja, Blutjahr kann ich wieder rausnehmen, weil das bringt nichts. So. Ah. Ja, genau. Bekommt eine Pflanze entgegen. In 3 Turns. Heißt das, sie braucht für alles, was sie tut, 3 Tage? Ja, Level 39, das nimmt mir gar nichts. Dämonenklingenregen, okay. Ah, eine neue Waffe. Und ich weiß auch für wen. Fuck. Krass. Wer ist jetzt stärker von euch? 1354. Haha. Ja, ich weiß, wem ich jetzt nehmen werde. So. Neptun ist schwach irgendwie. It's my turn. Ja, deine neue Waffe müsste ich mal kaufen, aber die ist schweineteuer. Genauso wie alles andere in dem Spiel irgendwie. Oh, gut, dass ich dich verstärkt habe. Dass ich dir das Beste von allen Büchern gekauft habe. Das ist so... so einfach eigentlich. Wenn da nicht so ein krasser Gegner wäre... Ja, ja, komm her. Einen, den ich kaum Schaden mache, oder was heißt kaum, einen, den ich gar keinen Schaden mache, der mich plattwalzt. Jetzt habe ich eh schon so eine overpowerte Isti und trotzdem verreck ich. Jetzt dachte ich schon, was ist das, aber ja, es ist Noah. Komplett pink. Oh. So, du solltest jetzt Schaden machen, oder? Wow. Und wie du Schaden machst. Ja, ist klar, ihr Pflanzen. Warum seid ihr jede zweimal dran? So. So. Zack, zack, zack. Pflanzen ausrupfen, Deluxe. Na, ja, gegen Isti haben die keine Chance. So. Frage ist, muss ich jetzt darüber oder da hoch? Ich gehe erstmal darüber. Oh, da hinten sehe ich schon was. Eventuell ein Item, eventuell ein Plan. Plan wäre mir lieber. Ja! Geil. Diese Mario-Blöcke überall. Okay. Oh, nö. Da sehe ich schon die Königsgrabe da hinten. Hier ist nichts, warum sollte ich hier hochgehen? Was hat sie gesagt? Okay, Isti. Du musst reinhauen. Zwei habe ich noch. Egal. Das Vieh wird Istoas Mega-Move sowieso nicht überleben. Wow, das Vieh ist stark. Aber ich bin's auch. Das ist einfach so übel. So übel. Fast 100.000 Schaden. Nur ist die allein. Wobei, nicht ganz. Hat die Waffe sich geändert?
Zack, 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 Schlitz, Schlitz. Habe ich das hier schon mal eingesetzt? Ich glaube schon. Yay! Ich könnte Kay total verschärfen. Ist klar. Wow, der kriegt keinen Schaden mehr. Er könnte sich selbst auch verschärfen. Ja, das war irgendwie klar. Universe! Die Musik ist so gut. Ja, rechts unten, ignoriere das. Wenn ich Resident Evil Zero dann aber mache, was hoffentlich bald der Fall sein wird, dann werde ich mich auf Steam aber auf Offline stellen. Weil das brauche ich dann nicht mehr. Boom. Schlimm genug, dass ich es beim Danganronpa gemacht habe. Beim, hier bei der Demo. Novel wollte ich fast sagen, aber Danganronpa ist ja auch eine Novel. Nein, Universe, das macht mehr Schaden. Komm schon, du Krabi, du kannst doch nicht ewig leben. Ach komm, gerade war deine Verteidigung weg und jetzt ist sie wieder da. Ich hätte wechseln sollen, war aber das getan. Weg mit der Verteidigung. Danke. Ja, ja, ihr levelt alle. Da hinten ist was. Oh, da sind noch mehr schöne Sachen. Ich könnte mal Misa oder Add Dungeon. Neuer Dungeon. Geil. Jetzt geht's auf einmal voran. Aber ich könnte... Moment, wer ist geschwächt? Nepgier. Ich könnte mal die Zauberin da einsetzen. Die da. Mina. Bin ich vorbeigeflogen? Ja, bin ich. Verpiss dich! Nein! Ich will an dir vorbei. Nicht gegen dich kämpfen. Die Musik ist schön. Hier ist auch einer. Ja, die Dinger müsste ich auch mal nutzen. Okay, Momos Charme. Das war ja dieser Oberbösewicht vom ersten Teil. Warum hat Mina keine SP? Was soll das? Hau ab. Toll, ihr habt alle keine SP mehr. Na egal. Mach den. Ach komm, ein Kampf. Ich will Mina in Aktion sehen. Wobei, wahrscheinlich kommt es gar nicht dazu, weil ihr zuvor verreckt. Ja, toll. So. Nein, du auch nicht. Ich kann nur einen von beiden angreifen. Wow, das ist viel Schaden. Warum habe ich dich zuvor nicht eingesetzt? Oh Mann. Okay, dann werde ich jetzt ein bisschen mit Mina rumrennen. So, ich habe noch einen Dungeon. Wie ist der jetzt? Moment. Zack, zack, zack. Nee. Also das. Blade Dolphin Tail. Okay, muss ich mal gucken. Wo gibt's den? Ist bestimmt ein. Also ist auf jeden Fall ein Delfin, ja, aber. Da. Hier muss irgendwo ein Delfin sein. Dolphin Tail. Aha. Verdammt, den nicht. Ja, irgendwie erinnert mich das Ding an Bisaflor so ein bisschen. Hm.
habe hier nur einen normalen Delfinschwanz. Na gut, apropos, wie sieht's aus bei Stella? Ja! Sie hat's geschafft. Feuerspeer. Wow. Teufelslanze. Den nehme ich sicherheitshalber auch mit. Oder? Nee. Das Ding ist ja besser, aber. Nehme ich den damit? Qualität 10. Kann man immer gebrauchen. Healing Grass, ja danke. Das ist zwar Schwester, aber trotzdem danke. So. Du hast gerade so überlebt, das ist das Problem. I'm off. Ich lasse das absichtlich immer, weil ich das irgendwie süß finde. So, ich werde jetzt safen und werde offscreen so ein Played Dolphin Tail suchen. Und dann werdet ihr mich wiedersehen. Das war Hyper Dimension Neptunia Reaper 3 Regeneration. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.